ich auch leer. Guck mal, da ist noch ein Pfeil und Kriegshammer und Schild. Ja gut, kann man mal mitnehmen. Da ein bisschen Fasan, Kaninchen. Die lassen sich hier echt gut gehen. Eine Menge Obst, Gemüse und Tränke und Wein haben sie auch noch da. Tränke vor allem, das ist nicht ganz so. Ups. Graues Mädchenkleid, okay. Kann ich vielleicht alles noch brauchen? Da unten habe ich ja alles. Könntest du. Danke. Komisch, dass da Holzbalken aus der Steinwand rausgucken, aber okay. Eisenschwert braucht keiner. Das Buch würde ich gerne lesen, genau wie das. Die Beschädigten können ja bleiben, wo der Pfeffer wächst, den braucht ja eh keiner. So. Da unten ist noch ein Buch. Geldbeutel. Säcke. Schön, da war Salz drin. Ich müsste mal anfangen, damit was anzufangen. Irgendwie irgendwas damit machen, ich weiß auch nicht. Der hat mich nicht bemerkt. Ist ja krass. Okay. Ein Magier mit Stab. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Auf jeden Fall hat er eine gute Rüstung an. Und er hat eine verzauberte Waffe. Das heißt, seine Ausrüstung ist enorm teuer. Stahlplattenausrüstung, Stahlplattenstiefel, Zwergenschild, Elfendolch. Natürlich trage ich zu viel. Suchen wir mal eine Truhe. So, dann können wir mal hier. Nee, gar nicht. Ablegen wollte ich. Keule. So, Elfendolch, Elfenschwert, das behalte ich. Jagdbogen können weg. Der Hammer natürlich. Jetzt können wir nochmal bei der Kleidung gucken. Der Hammer natürlich jetzt auch. Kapuze, Kleidung, Lederstiefel. Oh. Yay. Voll gegen die Wand. Wow, hier geht's ja gerade weiter. Bücher noch. Kann sein, dass ich gleich wegen den Büchern nichts mehr tragen kann. Gut, dann nehme ich die alle und schmeiße gleich alle wieder raus. Ja, egal. Dann habe ich wieder ein bisschen Platz, um mich zu bewegen. Müsste dann aber trotzdem noch mal rausgehen eben. Okay, Inventar. Bücher. Und die kommen jetzt alle weg. Und schon haben wir wieder 11 Platz. Mode leer. Bruchzahn Schatzkammer. Ob ich das auf Getreide sehe? Also die lassen sich das hier echt gut gehen. Das ist wirklich nicht von schlechten Eltern, was die hier alles zusammengetragen haben. Tja, Lederstreifen, noch ein Sack. Der ist leer. Und der große Sack noch. Gut, kletter ich mal hoch auf den Turm. Warte, lag hier nicht noch Schnee? Ist ja egal. Gut, gehen wir mal nach Falkenring. Da sollten wir ja unseren Kram loswerden. Zumindest das meiste. Hoffe ich doch zumindest mal.
Da landet schon wieder das Drachenskelett. Wen hat's ihr erwischt? Ah, noch eine Wache. Kaiserlicher Bogen. Das Schild habe ich schon. Ansonsten gut, die Pfeile noch. Mehr will ich dann auch nicht von dem haben. Ist ja alles eh schon. Naja. Kaum zu fassen, dass man Provinz. Und ich habe schon wieder vergessen, zuerst zum Schmied zu gehen. Kaum zu weil fassen, das bei den Mengen, Provinz, die ich mittlerweile wirklich da anschleppe. Und auch bei den Werten, die das dann teilweise dann hat. Schützen oder Schaden austeilen? Ist das dann doch besser, das zu verteilen? Mache ich mir selbst. Ich glaube, das kenne ich schon. Elfendolch. Den kann ich wegtun. Das Elfenschwert behalte ich nochmal. Oh, der 329 direkt. Uiuiui, dann wäre der ja direkt pleite. Das ist dann für meine Begleiterin. Die müsste ich dann auch noch verbessern. Die behalte ich dann wohl. So. Das kann er noch haben. Die Pelze verarbeite ich. Zwergenpfeile auch. Habe ich meiner Begleiterin schon ein Zwergenschild gegeben? Ich glaube nicht, nee. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr wollt. Nee, hat sie noch nicht. So. Dinge mit euch tauschen. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ich sehe das Gesicht einfach nicht mehr. Das ist so cool. Gut, die hat Bögen. Rostiger Pfeil hast du auch einen, okay. Bekleidung. Zwergenschild. Damit hat sie auch ein schönes. Ja. Ein schönes Schild. Und die. Nee. Tja, und die zieht's direkt an. Also ist die dann doch besser. Ich müsste eben nur nochmal aufwerten. Oder warte. Moment. Kleidung. Zwergenrüstung fein. Die nehme ich. Die nehme ich auch. Und die kriegt die schon verbesserte Stahlplattenrüstung. Moment. 75, ach so, 75, klar, wenn ich sie anziehe. Ach komm. Jetzt ist aber. Nehmen. Und ausrüsten. So, 94. Jetzt noch aufgewertet und dann passt das schon. Die auch noch aufwerten. Das wird schon. Ich folge. So, jetzt geht's zum Gemischtwaren-Heini. Da sollen wir mal den größten Teil wieder abkaufen. Seht euch nur gründlich um. Ich bin. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. 200 Gold, da muss ich gleich wieder woanders hin. Schlechtes Buch, Bier, Bärenklau, Bärenpelz. Ach so, das wollte ich ja noch. Das wollte ich auch noch mal gucken, ob ich es aufwerten kann. Davon hat er nicht genug Geld. Ach, nur ein Gesundheit, da kann er es haben. Orkerzahn, naja, gut. Kartoffeln kann man haben. Lavendel ist mir eigentlich. Nee, Lederstreifen nicht. Mehlsack, Milch, Met. Alles weg. Alles weg. Nö. Wie viel hat er noch? 50. Dann kann er mir noch die Äpfel abkaufen. Statt Feuerblitzen, da hat er nicht mehr genug für. Schuhe, Stroh. Könnten wir noch so einiges abkaufen. Weizen. Wildbret. Der hat ja nicht mal genug mehr hier. Der kann man ja nicht mal hier. Ach Gott, der kann ja gar nichts mehr abkaufen mit dem bisschen Wenn Geld. Etwas aus meinem Laden.
Aber immerhin bin ich schon leichter geworden. Dann jetzt geht's mal nach Flusswald, da war ich länger schon nicht. Verehrte und legendäre, das Gefäß als alte daran, die fügen über einen Schrei. Oh, was ist passiert? Ach, was auch immer. Wer sagt hier, oh, was ist passiert? Ach, die war das, okay, ja, nee, schon klar. So, wir gehen zum Handelskontor. Wie es hier so schön heißt. Es bedeutet vielen Dank. Uns so viel. Für manche ist es Ramsch. Für mich ja, sind es Schätze. Hauptsache, du hast Gold, um mir den Kram abzukaufen. Ach, weg damit. Ist ja auch nicht mehr so. Und eigentlich kann ich das Fell auch. Gehört das denn eigentlich zur Schmiedekunst? Ich mach's einfach. Dann kann ich am Ende die kiloweise die Bänder verkaufen und. So, den Stab kann ich dem verkaufen, das ist kein Problem. Ziegerseelenstein. Was waren hier unten noch so Ziegensachen? Ziegenbein, Ziegenfell. Da kann er eins von haben. Zwergenpfeil, Zwergenrüstung, fein. Die kann er jetzt auch haben. Lustigerweise. Ich habe da wieder 5000 Gold zusammen. Es ist schon tatsächlich. Ah, guck mal einer an. Ich kann mir die Eisenpfeile nehmen. Mittlerweile so viel. Holzschwert, Gold. Guck mal, das Gold kann ich mir nehmen, ohne es zu klauen. Ja, wenn man sich beliebt macht bei den Leuten, dann geht sowas. Gut, nach Hause, nach Weißlauf. Da wollte ich jetzt Leder machen. Da lande ich ja direkt bei der Tante. Das sollte ja passen. Gut. Leder, yay. Und mit 33 Leder gehe ich in die Lederstreifenproduktion. Nein. Könnte man fast einen Song draus machen. Bisschen nervig, aber. Hui. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Ich suche eigentlich nichts. Ich will eigentlich nur in Ruhe mal. Ganz bequem meine Sachen hier ablegen oder die irgendwem mal verkaufen. Irgendwann mal. Nein, ich habe schon wieder den Becher genommen. Ah, verflucht. Der Becher. Zutaten. Salz. Und ablegen. Die Bärenklauen kommen oben hin. So, dann hätte ich hier noch Schriftrollen. Schriftrollen, und zwar ganze zwei Stück. Dann kommen hier rein die Zutaten, was dann nur noch die Bärenklauen sind. Und Lederstreifen, wieder 133. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich jetzt hier so insgesamt habe. Winziger Seelenstein kommt auch weg. Da muss ich noch. Was brauche ich denn? Stahl brauche ich, nehme ich mal an. Weil es schon im Namen drin steht. C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, R, S, da. Silberbarren. Stahlbarren. Nehmen. Nicht, dass ich alles mitnehme. Nee, es passt schon. Wie sieht's mal. Oh Mann, ich habe immer noch was dabei, was ich nicht. Das waren Waffen. Wenn habe ich, glaube ich, noch Kleidung dabei, oder?
Nee, auch nicht. Ich müsste mal wirklich alles wegtun, was ich nicht an Waffen oder Rüstung brauche. Einfach mal rigoros, brauche ich nicht. Und dann zu gucken, wie viel Gewicht ich eigentlich so mal als Basis habe. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Das erwartet auch keiner. Diese Ehre gebührt Eol und Graumeer. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Waren. Kennt ihr... So, was habt ihr Klingen, zu verkaufen? Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Brauche ich. Zwei Stück? Mach's einfach mal. Vergesst nicht, egal. Auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. So, was haben wir denn hier? Verfeinern. Hier. Und verfeinern. Ah, jetzt habe ich die Zwergenhandschuhe gar nicht gern. Ich helfe meinem Vater auf viele. Werft einen Blick darauf. Ich brauche noch einen Barren davon. Weil bis zum nächsten Mal. Sie hat auch noch diese Schuhe. Ich bin Schuhe. Direkt hinter euch. Wie kann ich euch dienen, Tane? Dinge tauschen. Kleidung. Genau. Die Schuhe. Die müsste ich nehmen. Dafür bekommst du die hier. Geben. So, jetzt muss ich nur noch meine eigenen verbessern. Auswählen, verfeinern, ja. Und nee, gar nicht. Kleidung. Na, wo sind sie denn, die Schuhe? Hochwertig, fein. Naja. Das eine Kilo oder was auch immer. Rüste ich so aus. Wollt ihr euch dann schützen oder ich Schaden ihr austeilen? Noch was verkaufen. Elfenschwert. Ob ich das verbessern will? Ich muss mal gucken, auf was es denn gehen würde. Die hat 1300. Achso, ich habe ja. Genau. Ich habe hier ja Sachen abgekauft. Die können weg. Zwergenpfeile, nee. So. Mhm. Jetzt müsste ich da dran. Dankeschön. Das Elfenschwert. Okay. Entweder fehlen da die Handschuhe. Oder das Elfenschwert ist einfach nur Kacke. Wobei ich auf das schlechte Elfenschwert tippen würde. So ziemlich alles, weil es so von der Basis her eigentlich schon ein bisschen. Naja. Naja, also was soll's. So, wie sieht's mit meinem Gewicht jetzt aus? 118. Ich habe gehört, dass das sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen wenn haben. Ich jetzt noch die Stahlbarren, die drei Stück, die ich bei mir habe, ablege. Braucht ihr eine Klinge? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Nein, tue ich nicht. Da war ich gerade erst. Hab oft genug mit dir geredet. Sonstiges. Stahlbarren. Tasse. Die will ich wieder auf den Tisch stellen. Mal sehen, ob ich es hinkriege, wenn ich mich hier hinstelle. Objekte, sonstiges, Tasse fallen lassen. Ah, komm her. So, jetzt. Sie steht. Yay. Warte mal, wie viel Gold hatte ich eigentlich? Das war doch wieder so abartig viel. 24.000 Gold und ich habe immer noch dabei. 5.600 schon wieder. Ja, das ist...
sind da drin.